Hi Kathi. Hallo. Wie geht's dir? Sehr gut. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich weiß ja gar nicht, was du mir für Fragen stellst. Du bist ja unsere QVC-Deko-Queen. Wie viel Deko hast du eigentlich daheim? Oh mein Gott. Also wenn ich jetzt mal nur an die Weihnachtskisten denke, die bei mir unten stehen. Ich habe sie letztens noch gezählt. Das sind insgesamt, ich glaube, 26 große Kisten mit Weihnachtsdeko. Dann müssen wir nicht über die Osterdeko reden und das meiste steht aber jetzt gerade aktuell bei mir oben, weil jetzt wird der Garten eindekoriert bald, also richtig viel. QVC wird ja dieses Jahr 25 Jahre. Was konntest du in deiner QVC-Zeit für dich mitnehmen? Oh wei, das ist eine gute Frage. Ich habe gelernt durch QVC, dass man alles erreichen kann. Das war jetzt bei mir wirklich so, weil bin eigentlich schon seit 25 Jahren dabei. Denn ich bin Kundin seit 25 Jahren. Ich war ganz am Anfang schon dabei und habe euch zugeguckt. Und als ich dann tatsächlich vor 2,5 Jahren hier gelandet bin, habe ich gemerkt, dass das meine Erfüllung ist. Und viel Freude, Inspiration und endlich ganz nah an der Produktwelt. Also das ist genau meine große Leidenschaft. Wirst du auch noch die nächsten 25 Jahre bei QVC unsere Zuhause verschönern? Ich hoffe es so sehr und wenn es nach mir gehen würde, würde ich auch die nächsten 25 Jahre hierbleiben bei euch. Auf jeden Fall. Was hast du Verrücktes mit 25 getan? Oh mein Gott, mit 25, was habe ich Verrücktes getan? Ja, da war ich ja schon selbstständig. Ich hatte mich ja ganz früh selbstständig gemacht mit einer Praxis als Physiotherapeutin. Und ich weiß, mit 25... Verrücktes. Was habe ich mit 25 vor? Ja, ich habe unglaublich viel gefeiert, auch am Wochenende. Ich war ganz viel weg, großer Freundeskreis und eine tolle Zeit war das. Dein ultimativer Deko-Tipp? Mein ultimativer Deko-Tipp sind tatsächlich zurzeit Solarleuchten. Da geht es darum, ganz viele, viele Materialien zu kombinieren, also Solarleuchten, dann noch Glas daneben zu stellen. Es geht nur um den Outdoor-Bereich jetzt gerade. Und das liebe ich unheimlich, auch mit Holz zu dekorieren. Aber jetzt, wenn ich mal gezielt an einen speziellen Deko-Tipp denke, ja, nehmt euch einen Korb, einen großen, runden Korb. Den könnt ihr drumherum bepflanzen und in der Mitte lasst ihr ein bisschen frei. Da stellt ihr ein Glas rein und dann eine schöne Elambia-Kerze. Das sieht traumhaft schön aus. Wofür gibst du zu viel Geld aus? Oh, für Deko, ganz klar für Deko. Für Jacken, ich habe unheimlich viele Jacken. Und natürlich auch für meine Hunde. Also ich kaufe ständig neue Hundekörbchen, neue Knabbersachen. Und Amy und Charlie bekommen auch täglich neue Spielsachen. Beschreibe dich mit 3 Worten. Ich bin spontan. Zu 99,9% immer gut drauf. Ich wache schon morgens gut gelaunt auf und bin aber auch, oder sagen wir mal lieber, und sehr, sehr, sehr sensibel, auch sehr schnell am Wasser gebaut. Deine größte Macke? Meine größte Macke ist das Staubsaugen. Also ich sauge jeden Tag und ich liebe es, wenn es richtig schön sauber ist. Deswegen, wenn ich nach Hause komme, manchmal auch nachts von der Arbeit von euch, von QVC, und sehe jetzt, dass René und Ben vielleicht die Küche nicht so ganz ordentlich hinterlassen haben, dann wissen die beiden ganz genau, pünktlich zum Frühstück, wenn sie runterkommen, ist alles picobello. Also ich räume permanent allen hinterher und mache das aber auch wirklich gerne. Womit hast du zum ersten Mal Geld verdient? Oh ja, das weiß ich. Ich bin putzen gegangen. Und zwar habe ich ganz bewusst nach Putzstellen gesucht. Und zwar immer bei älteren Herrschaften und habe da die Treppe im Treppenhaus geputzt. Und das war so schön, denn ich bin, die haben mich beschenkt mit Schokolade. Dann haben wir noch Kaffee hinterher getrunken. Dann war ich in der Gärtnerei. Da habe ich sehr fleißig gegärtnert, Kartoffeln und was habe ich da alles gemacht, geschleppt. Also ich war immer schon recht früh und dann habe ich auch an der Kasse gearbeitet, ganz, ganz früh, mit 16 das erste Mal, bei einem sehr bekannten Discount. Dein bisher größtes Abenteuer? Mein allergrößtes Abenteuer ist die Reise mit René, mit meinem Mann gewesen und den Kindern. Und zwar sind wir einmal, eine Fernreise war das, nach Bali. Und das größte Abenteuer war in meinem Leben, da waren wir auf einer Elefantenfarm. Da haben alle Elefanten ein neues Zuhause bekommen, die keins mehr hatten. Und ich werde das nie vergessen. Wir sind dann da so durchgegangen und ich habe diese traurigen Gesichter dieser Elefanten gesehen.
die ganz neu da ankamen. Und dann habe ich mir was mit René überlegt. Das war wirklich mein größtes Abenteuer. Dann sind wir losgefahren, haben uns einen LKW organisiert, haben den voll beladen mit Melonen, Papaya, Bananen, alles, was wir aufkaufen konnten. Und da sind wir dann in diesen Elefantenpark und haben diesen LKW da ausgeladen. Natürlich auch mit den ganzen Guides, die da gearbeitet haben. Die sind ja richtig trainiert, die Elefanten. Und dann standen wir da, René und ich und die Kinder und die Elefanten, die haben das so zelebriert. Jede Melone, jede Banane, die waren so glücklich. Ich war aufgeregt vorher. Das war das größte Abenteuer, was ich je erlebt habe. Diese Reise nach Bali, das war genau Bali. Das war so unglaublich schön. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun? Da muss ich ganz kurz nachdenken. Ich traue mich vieles nicht, weil ich nämlich ein kleiner Angsthase bin. Also mein Mann würde jetzt sofort sagen, oh ja, da gibt es vieles. Ich würde wahrscheinlich unglaublich gerne mal aus einem Hubschrauber springen. Ich würde wahrscheinlich gerne mal tauchen gehen, aber ich traue mir das einfach noch nicht zu. Das sind so Sachen, ja, dass ich so ein bisschen mutiger werde. Das würde ich vielleicht gerne mal in meinem Leben machen. Vielleicht kommt das noch. Dein lustigster On-Air-Moment? Oh mein Gott, da hatte ich zwei. Einmal mit Frank Christians und da hatten wir eine Gartenpräsentation. Ich sollte eine schöne Sitzlounge präsentieren mit einem Tisch. Und dann habe ich gedacht, das, was mir zu Hause wichtig ist, wollte ich den Zuschauern zeigen und nehme die Glasplatte ab. Frank stand so ein bisschen entfernt neben mir und ich werde es nie vergessen und nehme die Glasplatte hoch, so eine kleine Runde war das, halte die neben mich und lasse die fallen. Fragt nicht wieso, ich lasse sie fallen. Überall waren Scherben. Frank war total geschockt im ersten Moment und wusste gar nicht, was ist denn jetzt passiert. Es war ein Knall. Ja, und dann habe ich gedacht, so, sehen Sie, das ist halt, und so war es auch, Sicherheitsglas. Dann habe ich noch während der Sendung gekehrt. Aber mein größter Lachanfall war mit Sascha Lauterbach. Kann man auch auf einem bestimmten Kanal gucken. Da haben wir, glaube ich, schon 40.000 Klicks. Wir konnten nicht mehr vor Lachen. Wir konnten nicht mehr weitermachen. Da habe ich irgendwas eindekoriert. Es war zum Schießen. Lohnt sich wirklich, sich das mal anzugucken. Lieben Dank, Kathi, und tschüss. Dankeschön, tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann geht auf unseren Kanal. Dort findet ihr unheimlich schöne Clips, alles über Beauty, Kochen und Genießen, natürlich Dekoration, alles für den Garten. Lasst euch überraschen, es macht unglaublich viel Spaß und inspiriert euch.